Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Und heute geht es darum, wie man sich in GTA Episode from Liberty City K-Mods installiert. Und zwar, ich hatte ja schon ein Video gemacht, wie man in GTA 4 K-Mods installiert. Da es aber in GTA Episode from Liberty City ein kleines bisschen anders ist, habe ich mir einfach mal gedacht, mache ich ein Video dazu. Aber bevor ihr überhaupt mit den Modden anfängt, müsst ihr erstmal darauf achten, dass die ganzen Autos, die bei euch gespeichert sind, zu entfernen. Jo. Also die ganzen Autos, die ihr halt gespeichert habt, müssen halt alle weg. Was will der denn, ey? Also muss ich dieses Auto jetzt auch noch wegpacken? Und ich guck mal kurz nach, ob ich hier auch noch Autos gespeichert habe. Nein, habe ich nicht. Okay, das war's dann bei mir schon. Also ich habe jetzt bei mir alle Autos entfernt und ja, jetzt gehen wir auf meinen Bildschirm. Achso, nein, bevor ihr überhaupt euer GTA zumacht, müsst ihr auch erstmal speichern. Also muss ich jetzt auch einfach speichern. Ja, mein Auto fährt weiter. Also speichere ich einfach ganz schnell. Also ihr müsst einfach nur darauf achten, dass die ganzen Autos einfach da weg sind. Und dann einfach das Spiel speichern und dann könnt ihr schon anfangen zu modden. Nee. So. Jo, das war's dann. Dann sehen wir uns auf meinem Bildschirm. Bis gleich. So, nachdem ihr euer GTA Episode von Liberty City geschlossen habt und natürlich auch gespeichert habt, könnt ihr schon quasi mit dem Modden anfangen. Aber was ihr als erstes braucht, ist, na klar, Spark EV. Und ihr könnt nicht den normalen Spark EV für GTA 4 benutzen, ihr braucht extra Spark EV, extra für GTA Episode von Liberty City. Um den zu bekommen, klickt ihr einfach hier in diesen Link, den ich auch unter der Beschreibung posten werde. Und das hier könnt ihr nur mit Chrome runterladen und mit Mozilla, mit Opera geht das nicht. Keine Ahnung wieso, fragt mich nicht, ich bin ein Entwickler. Und ja, dann drückt ihr einfach hier auf Download, aber bevor ihr überhaupt downloaden könnt, müsst ihr das erstmal bestätigen, die RGB. Also einfach hier ein Häkchen setzen, dann auf Download und dann auf Öffnen klicken. Dann macht ihr erstmal einen neuen Ordner, den nennt ihr GTA 4 Episode from Liberty City Spark EV und verschiebt die ganzen Dateien hier, die hier sind, einfach in den Ordner hinein. Also nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr das schon schließen. Und jetzt sucht ihr euch erstmal ein Auto aus. Ich lade die Autos gerne bei GTA Inside runter, weil die auch wirklich richtig gut sind und gefallen mir auch wirklich sehr. Ich habe halt diesen AMG hier runtergeladen. Sieht auch vom Optischen richtig gut aus und ja, die anderen Autos gefallen mir nicht so wirklich. Also vom Optischen her halt nicht so gut. Ja, das war halt das Auto, was ich halt ein Video dazu gemacht hatte bei GTA 4. Hier ist auch mein Video, was ich hochgeladen habe bei GTA Inside, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Also einfach irgendein Auto downloaden, den ihr haben wollt. Ich habe halt diesen AMG hier halt genommen. Nachdem ihr es gedownloadet habt, könnt ihr das entpacken und dann halt öffnen. Und wenn da ein paar Screenshots sind, könnt ihr auch gerne auch die Screenshots gucken, falls da welche vorhanden sind. Und ja, ihr braucht eigentlich nur hier die zwei Dateien hier, die verschiebt ihr und dann braucht ihr, was ganz ganz wichtig ist, die Readme-Datei und alle anderen Sachen sind eigentlich unwichtig, die könnt ihr löschen. So, und jetzt könnt ihr halt sagen, welches Auto ihr halt ersetzen wollt. Ich will halt, dass der Schafter dafür weggeht, dann macht halt umbenennen in Schafter, falls da Schafter nicht steht. Und jetzt könnt ihr euer GTA Episode from Liberty City Spark EV öffnen. So, nachdem ihr es geöffnet habt, klickt ihr hier einfach auf IV, also auf 4. Und jetzt kommt der Unterschied, was bei GTA 4 anders ist und bei GTA Episode from Liberty City. Bei GTA 4 war es halt so, dass ihr ganz runtergehen müsstet und dann auf CD Images. Bei GTA Episode from Liberty City ist ein ganz kleines bisschen anders. Da müsst ihr weiter nach oben gehen, ungefähr bis hier.
und dann auf CD Images klicken. Und das sind halt die neuen Autos in GTA. Bis Rumble Bad City, wo ich das zum ersten Mal gemacht hatte, bin ich erstmal so ein bisschen durcheinander gekommen. Dachte mir, ey, hier sind noch gar nicht die Autos in GTA 4. Und dann dachte ich mir, vielleicht kann man das ja gar nicht modden. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumexperimentiert. Da habe ich halt herausgefunden, dass es weiter oben ist. Also ungefähr so hier unter Models. Und dann hier halt auf Vehicles klicken. Und dann hier sind halt die ganzen Autos. Und dann dachte ich mir, cool, man kann doch GTA Episode von Bad City modden. Und ja, ihr könnt auch erstmal ein Backup machen. Das machen wir mal ganz schnell. Und dann einfach einen neuen Ordner erstellen. Und den nennt ihr einfach GTA 4 Episode von Bad City Car Mods. Und dann halt in Klammern Backup. So mache ich das halt gerne. Und dann auf. Nee, da müsst ihr erstmal alles markieren. Und danach auf Export und dann halt den Ordner aussuchen, dann auf OK klicken und dann wartet ihr halt ein kleines Moment, einen kleinen Moment wartet ihr dann einfach und dann drückt ihr auf OK und jetzt sind alle halt hier drinne und den könnt ihr halt einfach behalten oder halt irgendwo hin verschieben, halt was ihr wollt und dann klickt ihr auf Import und dann sucht halt die zwei Dateien hier aus, also die beiden Shafter-Dateien. Und dann markiert ihr die beiden, dann auf Öffnen und dann könnt ihr auch auf S drücken und dann halt gucken, ob es hellblau markiert ist. Ja, es ist markiert. Das heißt, dass der Mod installiert wurde. Und dann klickt ihr auf Save, dann auf OK und dann könnt ihr schon die beiden hier schließen. Und jetzt kommt die Helm-Datei. Um die zu installieren, ist auch ganz einfach. Ihr scrollt ein bisschen runter, bis hier Handling steht. Und dann kopiert ihr einfach diese ganze Reihe hier. Klickt auf Restklick und auf Kopieren. Hier sind noch ein paar andere Dateien, die braucht man eigentlich gar nicht. Man braucht eigentlich nur die Handling-Datei. Wenn man die Handling-Datei nicht umändert, kann das passieren, das Auto halt sich, wenn man jetzt eine scharfe Umdrehung macht oder halt nach links dreht, dass das Auto halt einfach einen Überschlag macht oder halt komisch fährt halt. Um das alles zu verhindern, nimmt man halt diese Handling-Datei hier. Und dann geht ihr halt dahin, wo ihr GTA Episode von Bad City installiert habt. Dann geht ihr auf Command. Dann auf Data und dann drückt ihr ein H und dann drückt ihr Restklick, dann auf Eigenschaften, macht hier den Häkchen Schreibgeschützt weg, drückt auf Übernehmen, dann auf OK und dann drückt ihr Restklick, Öffnen mit, Editor, dann drückt auf OK und dann öffnet ihr das halt und dann geht ihr halt ganz runter, wo Shafter steht. Shafter steht hier, da habt ihr die ganze Zeile hier und macht die weg. So, einfach einmal auf Löschen drücken, dann auf Steuerung V und dann nochmal Löschen drücken, falls da ein Leerzeichen ist. Und dann hier einfach auf Datei speichern und das war's. Jetzt habt ihr schon 4 GTA Episode von Liberty City Car Mods installiert und das hier könnt ihr halt in euren GTA 4 Ordner halt reinschieben, verschieben also. Und das habe ich schon gemacht, wie man hier sieht. Also kann ich den eigentlich schon löschen. Und die anderen Dateien braucht ihr gar nicht, die könnt ihr auch einfach hier alle löschen. Und ja, hier ist halt euer Backup-Datei. Falls ihr halt den Car-Mod halt nicht mehr haben wollt, einfach die ganzen Dateien hier nehmen. Oder ihr wisst halt, was ihr ganz genau geändert habt, dann einfach auf S drücken, halt nur die beiden Dateien. Also in meinem Fall habe ich hier den Shafter umbenannt. Oder besser gesagt, umgeändert. Dann nehme ich einfach hier die beiden Dateien hier, die sind halt die Originaldateien. Und ja, jetzt habt ihr halt GTA Episode von der Bad City gemoddet, halt Car Mods installiert und jetzt gehen wir in-game und zeige euch, wie das Auto so in-game ist. Dann bis gleich. So, nachdem wir jetzt in-game sind, zeige ich euch kurz, wie der AMG so aussieht und dass es auch wirklich funktioniert hat. Ich habe jetzt auch den Vorteil, dass ich jetzt den Trainer habe, also kann ich mir einfach ganz schnell den Shafter spawnen. Ihr spawnt halt dieses Auto halt, was ihr halt ersetzt habt. In meinem Fall ist halt der Shafter. Shafter, Shafter. So. Bei mir hat er kein Kennzeichen. Okay. Ist ein bisschen komisch. Ah, jetzt. Okay, also bei manchen Autos sind halt Kennzeichen da, bei manchen halt nicht. Okay, lol, das hat voll komisch gefallen.
Okay, das ist, glaube ich, irgendein Fehler drin. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, mein Auto ist unzerstörbar. Aber naja. Also hier ist halt der gemoderte Mercedes AMG. Sieht eigentlich vom Optischen gar nicht mal so schlecht aus. Und der Motor ist auch wirklich richtig gut gelungen. Und hier fährt halt noch ein AMG. Alter. Es geht schon richtig kaputt, ey. Und jetzt interessiert mich kurz, wie es innen drin aussieht. Wow, ich kann ziehen, obwohl ich keine Waffe habe. Sieht eigentlich richtig gut aus, finde ich. Die Texturen sind wirklich sehr gut gelungen. Und ja, mal gucken, ob es kaputt geht. Ja, also sieht sehr gut aus, ist sehr gut gelungen. Jetzt töten wir aber einfach mal ein paar Leute, weil wir krank sind. Nee, also, das war's dann für diese Folge. Mal gucken, was ich als nächstes hochlade, das weiß ich noch nicht. Wird sich halt ergeben. Ich habe jetzt halt sehr wenig Zeit für meine Videos. Oder besser gesagt für meinen Kanal. Da ich auch wirklich privat auch sehr viel zu tun habe. Aber nachdem ich auch wirklich Zeit finde und auch wirklich Bock habe, Videos zu machen, dann mache ich natürlich auch Videos. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wie man GTA 4 Episode von the Bad CDK Camos installiert und nicht zu vergessen zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Und das war's dann, euer TSS und haut rein und ciao.